Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mit dem Vortrag eigentlich quasi diesen Zwischenstand darstellen aus dem Forschungsprojekt, was wir an der Hochschule Anhalt betreiben. Wie habe ich den Vortrag gegliedert? Am Anfang werde ich erstmal ein bisschen Reproduktionsketten, das Wort, das mag nicht jedem geläufig sein. Ich werde eine kleine Projektvorstellung geben, werde auf die Problemstellung eingehen, die wir in dem Projekt hatten, dann auf die Methodik, wie wir es und letztendlich auf die Systemkonzeption drauf eingehen und dann noch zum Schluss ein Fazit und einen kleinen Ausblick geben, inwieweit das Projekt weiter vorangehen soll. Nun zur Projektvorstellung. Der Begriff Reproduktionskette beschreibt eigentlich eine Wertschöpfungskette im Energiesektor, der beginnt von Ressourcen- und Primärstofferzeuger, das kann Restholz, das kann Klärschlamm, das kann Jauche sein, Biomasse oder auch durch Umtriebsplantagen hergestelltes Holz, welches über weitergehende und Veredler weiterverarbeitet wird. Dies kann in einer Biogasanlage sein, in einer Verklärschlammverbrennung und auch in einer Kläranlage. Ja, es wird transportiert, meistens in einem Nahwärmenetz, und es gibt Abnehmer. Das können zum Beispiel private Häuser sein oder auch öffentliche Gebäude. Und dieser gesamte, habe ich mal so beschrieben, als regionaler energetischer Stoffkreislauf beschreiben wir innerhalb des Projektes als Reproduktionskette, als lokale Wertschöpfungskette im Energiesektor. Wer sind wir? Wir sind ein Konsortium aus verschiedenen Partnern, in der wir als Hochschule Anhalt die Abbildung und Steuerung des Systems leiten. Unsere Partner sind dabei noch die BTU Cottbus, die Wasser-, Abwasser- und Energiekonzepte analysiert. Inter 3 als Koordination, die sich für das Innovationsmanagement und für die Öffentlichkeitsarbeit für den Aufbau solcher Reproduktionsketten kümmert. Und die TU Berlin, die eng mit uns zusammenarbeitet, um naturrechtliche Fragen zu beantworten und in einem anderen Teil auch sich um die wissenschaftliche Fragen auf Finanzierungsebene kümmert, welche für den Aufbau solcher Ketten möglich sind. Unsere beiden Partnerregionen, in denen wir das testen, sind es einmal der Landkreis Wittenberg hier um die Ecke und der Landkreis Elbe-Elster im südlichen Teil von Brandenburg. Begriff Spatial Business Intelligence ist ein kurzes Zitat, was jeder sicherlich kennt, dass 80% aller Daten einen Raumbezug haben. Und wir versuchen, das in unserem System miteinander zu vereinigen, also BIS-Komponenten und Business Intelligence-Komponenten zusammen zu schlüsseln, um letztendlich eine Kombination von räumlichen Analysen und Kartenvisualisierung zu ermöglichen, in Kombination mit Business Intelligence-Tools, um auch aus anderen Bereichen unserer Praxispartner einfache Analysen zu ermöglichen. Ja. So, Forschungsschwerpunkte möchte ich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Erster Punkt ist erstmal die Datenbeschaffung. Für das Projekt wird es eine Vielzahl von Daten nötig. Das geht auch von amtlichen Daten, das geht Naturraumdaten werden benötigt, finanzielle Daten, das werden Daten zu den Anlagendaten von einzelnen Anlagen, Biogasanlagen und so weiter benötigt. Und ein zweiter großer Schwerpunkt ist die Einbindung von Crowdsourcing-Daten, was wir als Hintergrund haben. Das Projekt wird nämlich nur klappen, wenn lokale Aktive vor Ort mithelfen, Daten zu sammeln, um das so mal zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn man den Wärmebedarf auf Häusern berechnen möchte, brauchen wir die Hilfe von den Leuten vor Ort. Ja, weil wir haben nicht die Mittel und den Aufwand, um die Daten zu erheben. Und letztendlich, als wichtigsten Punkt, haben wir eine Auswahl von verschiedenen Analyse- und Strukturwerkzeuge vorgenommen, um dieses SBIS aufzubauen. Ja, da werde ich im weiteren Verlauf des Vortrags noch näher drauf eingehen. Problemstellung. Erstmal innerhalb des Projektes, wo wir mit dem Projekt begonnen hatten, unsere Projektpartner sind GIS-Laien. Ja? Wir wussten noch nicht, wohin der Weg geht. Also es ist immer ein stetiger Entwicklungsprozess und wir haben das Problem, dass ständig neue Ergebnisse in das System eingebunden werden müssen. Und wir haben jetzt sicherlich irgendwann mal einen Cut gemacht und sie erstmal lernen mussten, was kann man eigentlich überhaupt alles machen mit GIS. Ja? Dann der zweite große Schwerpunkt war, die Vielzahl der benötigten Daten, erstmal die heranzuschaffen, die Integration und die Harmonisierung, vor allem zwischen den Daten zwischen den beiden Landkreisen, die ja unterschiedliche amtliche Bezugssysteme besitzen. Nächster Punkt ist ebenfalls, diese Crowdsourcing-Daten zu diesen amtlichen oder offiziellen Daten hinzuzufügen und das wirklich zu harmonisieren. So, und dann der nächste Punkt ist die breite Definition der Zielgruppe. Das SBIS
soll die Möglichkeit, das ist, sag ich mal, auch das Neue, es soll nicht nur ein Instrument sein, was GIS hat, sondern auch so ein gesellschaftliches Instrument sein. Es soll da möglich sein, dass Entscheidungsträger vor Ort, das können Bürgermeister, das kann der Landrat sein, das können irgendwelche nach regionalen Planungsgemeinschaft Leute sein, es können aber auch engagierte Bürger oder, sag ich mal, so Experten mit oder hier Engagierte mit Halbwissen, die einfach mal sehen wollen, was habe ich für Potenzial in der Region an Energie und Möglichkeiten aufzeigen, die zu nutzen und die Akteure als großen Teil miteinander zu vernetzen. So ist eigentlich dieses ESPIS quasi das Zentrum, um erstmal planen und das Steuern dieser Reproduktionskette zu leisten, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Potenzialanalysen zu berechnen und, wie eben schon erwähnt, die Akteure zu vernetzen. Methodik. Ja, allgemein, ich sage mal, dieser Begriff Spatial Business Intelligence System kann man sich nicht als ein System vorstellen, sondern wird sich auch zeigen, ist aus mehreren Komponenten zusammengefasst, die unter anderem als Oberkriterien die Datenerfassung, die Datenintegration, die Datenhaltung, die Datenanalyse und die Datenvisualisierung beinhalten. Wie ich bereits erwähnt habe, war es für uns schwierig, ich sage mal, weitere Kernthemen für das System im Vorhinein festzustellen, also haben wir uns bestimmte Grundsätze gegeben, ja, die das System auf jeden Fall betrachten muss. Nachhaltigkeit als erster Punkt. Open Source war der Grund gewesen, ein Punkt, vielleicht Weiterentwicklung durch Community. Zweiter Punkt ist die Service-Orientierung dieser Anwendung. Wir wollen so wenig wie möglich selbst programmieren, sondern auf vorhandene Open Source-Pakete aufsetzen und diese beide miteinander verknüpfen. Ja, das ist die Hauptaufgabe. Dann Metadaten zur Datenverwaltung, hört sich simpel an, ist aber das Problem, dass wir die Metadaten, wenn wir diese für unterschiedliche Zielgruppen leisten wollen, dass einige Daten, sage ich mal, für Bürger nicht sichtbar sein dürfen, weil nur ein behördeninterner Austausch sein sollte. Das heißt, die Metadaten, die wir zur Datenverwaltung nutzen, sind gleichzeitig der Schlüssel, sage ich mal, um die Benutzergruppen für die verschiedenen Daten zu trennen. Motivation schaffen, Aufwand senken. Wie ich schon bereits erwähnt habe, soll das System, nenne ich es mal, sage ich mal, auch dem GIS-Laien zugänglich sein. Das heißt, einfaches Look and Feel, einfache Verarbeitung. Der Nutzer soll gar nicht erkennen, was das GIS alles im Hintergrund läuft, das soll alles im Hintergrund laufen, sondern Knopf drücken, eine schöne Anzahl von Ergebnissen produzieren und damit Entscheidungen unterstützen zu treffen. Und als nächster Punkt ist Offenheit und Transparenz. Als letzter. Übersicht, Systemkonzeption. Okay, die Grafik, ich will sie jetzt nicht damit erschlagen. Ich fange mal an. In der Mitte, wichtig, Server. Wir haben drumherum das CMS-System Drupal genutzt, um, ich sag mal, also als Oberfläche zu nutzen. Einerseits bietet Möglichkeiten Drupal, diese Open Layers Bibliothek oder GeoX Bibliothek einzubinden. Zum einen ist es die Schnittstelle zum Crowdsourcing, soll es sein. Einmal über die Bürger, die Planungsinformationen bereitstellen, aber auch Feedback geben. Die Datenpflege erfolgt letztendlich über einen kommunalen Angestellten. Das heißt, wir haben einen Leitfaden entwickelt, welche Geodaten wichtig sind, um so ein System betreiben zu können. Ja, später oder Ausblick in der Zukunft wäre, dass vielleicht ein automatisierter Datenstrom möglich wäre, via Behörde, sodass die Dienste bereitgestellt sind, sodass immer die aktuellsten Daten auch letztendlich das System nutzen kann. Über Geo-Server werden die Geodatendienste geladen und es wird letztendlich als Geo-Web-Anwendung dargestellt in einem Browser, einfache Zugänglichkeit, in der dann die Nutzer, Investor, Bürger, kommunale Entscheidungsträger mitarbeiten können. Ja? Sodass wir ein System bauen, was sowohl in der Kommune als auch nach außen hin genutzt wird. Kleiner Überblick über diese Systemgrundaufgaben und welche Komponenten wir benutzt haben. Ja, dieser Prozess, welche Intelligence, ich habe das mal oben wie nennt man das? Kegel, Filter. Jedenfalls die Bälle mit verschiedenen Geodaten werden verarbeitet in einem ETL-Prozess, also Extract, Transform and Load, in einem Spatial Data Warehouse gespeichert und letztendlich analysiert und visualisiert. Ja. Zur Datenerfassung. Was haben wir genutzt? Wir haben zum Beispiel zum Lime Survey als Umfrageprogramm, ganz einfach, um Daten zu erheben, Richtung Wärmebedarf und so weiter. So haben wir es testweise in einer Region gemacht, das ist auch ganz gut angenommen worden. Zum Beispiel aber auch ein Wiki einzubauen, was
den Wissenstransfer, irgendwann läuft das Projekt aus, dann hat man in zwei Regionen so ein System eingestellt, es sollte aber vielleicht, wenn es denn gut genug sein sollte, landesweit eingesetzt werden können. Und wir wollen damit Erfahrung, unsere Projekterfahrung in diesen Wiki einarbeiten. Das können Fragen zur Finanzierung, überhaupt welche Schwierigkeiten auftreten können und so weiter, sodass andere Regionen von unserem Projekt lernen können und dieses Wiki sich automatisch natürlich auch vollständigt. GeoNetwork dient als Schnittstelle zur Speicherung der Metadaten. Zur Datenintegration nutzen wir dieses Open Source ETL Tool Talent Open Studio und als Special Data Warehouse zur Datenhaltung PostGIS. Die Datenanalyse erfolgt zum einen über diese Sextante Bibliothek, die man direkt in dieses Talent Open Studio einbinden kann, sodass man quasi komplette Modellierungsprozesse im Hintergrund schon vorhin modellieren kann, nach bestimmten Kriterien, die man sich selbst festgelegt hat. Und dann schon automatisiert, sodass der Nutzer dann später nur auf den Knopf drückt. Analyse läuft im Hintergrund und ein Ergebnis von verschiedenen Karten erreicht. Weiterhin, mein Partner Christian Wolf kommt aus dem aus Information Management und wir wollen halt auch nutzen oder die Möglichkeit noch zu untersuchen, ob wir nicht Data Mining als Quelle auch noch mit nutzen können. An dem Punkt sind wir ein bisschen hängen geblieben, aber jedenfalls ist es noch Zielstellung. Datenvisualisierung, was haben wir ausprobiert? Einmal Drupal als offene Stelle nach vorne, Geo-Server, Open Layers und wir haben uns auch mit Mapfish auseinandergesetzt. Stand jetzt ist aber in unserem aktuellen Prototyp, dass wir Drupal als CMS einsetzen und dann über die Open Layers Bibliothek, die in Drupal einzubinden ist, die Visualisierung erfolgt. Nochmal kurz eine Grafik zum Datenintegrationsprozess und Management. Ja, was alles in diesem ETL-Prozess automatisiert abläuft. Ja, das sind verschiedene Datenquellen mit unterschiedlichen Quellen, unterschiedliche Nutzungsrechte und unterschiedliche Datenschutzerklärungen. Diese Metadaten werden zum einen in GeoNetwork gespeichert und, wie ich bereits erwähnt hatte, speichern wir auch die extra noch in der Datenbank, Metadatenbank, weil der Grund ist, wie ich schon erwähnt habe, dass die Benutzerberechtigungen auf Grundlage dieser Metadatenbank erfolgen. Automatisiert erfolgt die Datenintegration via Talent Open Studio. Problematisch war hierbei das Verknüpfen zwischen den beiden Lagebezugssystemen. Ja, wir haben es dann so erfolgt, dass wir sämtliche Daten in die PostGIS-Datenbank gespeichert haben und die Transformation der Daten letztendlich dann in PostGIS durchgeführt haben. Es war umständlich, aber so stabil lief dann Talent Open Studio doch noch nicht. Und die Darstellung für die Öffentlichkeit erfolgt einmal in dem CSS wieder als WMS oder WFS. Die je nach unterschiedlicher Nutzerzugehörigkeit, jeder Nutzer sieht andere Ergebnisse. Ja, Fazit und Ausblick. Wir haben im September 2010 begonnen mit, ich habe mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst, Datenrecherche, Datenakquise, den Modellentwurf dieses Spatial Business Intelligence System, Datenintegration und Homogenisierung, den großen Punkt des Extra Transform Load Prozesses, das Analysemodell des SBIS, da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, das ist mit den Partnern entstanden, um Umweltkriterien abzuschätzen und die quasi gesehen, wir haben ihr eigenes Modell und wir das quasi in ein GIS-Modell zu überführen. Und letztendlich, November 2012 soll schon das System online gehen und wir stehen jetzt hier und verbessern gerade das Analysemodell. Und wenn ich mal vorbeikomme, wir planen im Mai 2012 die Online-Stellung des Systems über die Webseite www.reproketten.de, wo wir dann natürlich auch schon Feedback durch verschiedene Nutzer erhalten wollen und dann aber immer noch weiter dran bauen. Was ist das Zwischenfazit aus unserem Projekt? Die Konzeption eines räumlichen Entscheidungsunterstützungssystems mit auch Business Intelligence-Komponenten ist möglich. Vor allem auch in einem Einsatz im Umfeld eines regionalen energetischen Wertschöpfung. Und wir haben das auch schon getestet mit internen Analysen, ja, die nun leider noch nicht öffentlich sind, aber wir arbeiten gerade dran. Wichtig ist, wie ich schon erwähnt habe, dass das GIS halt nicht nur für Experten ist, sondern so ein gesellschaftliches Instrument sein, um Bürger, also jedermann, das Potenzial einer regionalen Region aufzuzeigen, weil das gibt,
weil das ist Möglichkeit, Investitionen werden gesteigert. Ich sage mal, wenn man so einen Wirtschaftskreislauf in Gang bringt, dann ist das vor allem für diese ländlichen Regionen ein großer Pluspunkt. Ja, es gibt ja verschiedene Regionen, auch in Brandenburg, die schon komplett energieautark laufen, die es aber alles nur über Fördergelder erreicht haben. Die grundlegenden Bausteine des Systems sind voll lauffähig und einsetzbar. Und jetzt heißt es nur noch daran Feintuning. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Stehe ich natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Bin auch für Anregungen und Feedback. Da würde ich mich freuen. Kontakt stehen hier drauf. Und ansonsten bin ich bis Donnerstag ja auch hier jederzeit verfügbar. Vielen Dank. Wir haben jetzt eingeladen mit Shapefiles und haben quasi so ein Fenster gebaut, ein kleines Java-Programm, wo man die einlädt und dann oder auf das ETL zugreift, sodass man kann immer ständig aktualisieren. Auch die Shapefiles. Aber letztendlich, wenn es mal zukünftig laufen sollte, in ferner Zukunft, wenn es mit diesem Webservice klappt sollte, würde sich ja das erledigen. Gab es noch eine alternative Alternativen zu finden, zum Beispiel Geocaching? Ja, es lief aber bedeutend langsamer. Also war nicht so ausgereift. Ja, also wir haben beide Sachen getestet. Weil GeoKettle ja eigentlich auch noch weitere Komponenten, also die mit aufeinander abgestimmt sind, aber die Entwicklung ist leider zu langsam, ja, richtig. Wir wetten uns, wenn man mehr Zeit ist, hätte man sich natürlich auch ransetzen können und selber weiter programmieren. Aber wir wollten den anderen Weg gehen und haben uns dann letztendlich für Open Talent Open Studio entschieden. Das muss aber nicht in Stein gemeißelt sein. Letztendlich diese ETL-Programme sind ja eigentlich deshalb dieser serviceorientierte Gedanke, sind ja austauschbar. Wir haben es eingebunden direkt in Talent Open Studio und dort werden die ganzen Geodatenmanagement-Sachen erledigt, weil Sextant ist ein ganz normales Business Intelligence Tool mit der Schnittstelle und dort werden Shapefiles eingelesen, Transformationen kann man durchführen, hat komischerweise leider nicht funktioniert, deshalb dieser Umweg über PostGIS und auch diese Modellierung von Analyseprozessen nutzen wir in Sextant, auch in dem ETL-Tool. Und die Sachen holen wir uns aus der Datenbank und werden wieder zurück in der Datenbank gespeichert. Also mit dem Sextant Model Builder arbeiten wir da in der Richtung viel. Man kann direkt dort in Java Code den Code anpassen. Ja, man hat ein Fenster. Man kann einfach sich wie so ein Model das zusammenbauen und dann gibt es aber automatisch auch ein Fenster, wo man auf Code-Ebene weiterarbeiten kann. So zusammenbauen, okay. Ja, genau, zusammenbauen und wenn es bestimmte Sachen gibt, die man dann doch halt erweitern möchte, dann muss man halt doch mal selber nochmal Hand anlegen mit Programmierung. Also wir haben das jetzt aber nur genutzt, eigentlich den Fall, um diese Übersicht zu machen für die Datenintegration. Weil man es auch für die Leute, die das System später nutzen wollen, einfacher machen wollen. Weil man kann ja nicht verlangen, dass sie diesen ganzen ETL-Prozess selber durchführen müssen. Wir sind gerade. Drupal 6 oder Drupal 7, das ist momentan ja so ein Kampf bei Drupal. Und die zweite Frage wäre dann, oder habt ihr auch eigene Modulentwicklung gemacht?
Wir haben erstmal nur das Standard Open Layers Modul genutzt. Ich habe es erstmal so gemacht, um die Projektergebnisse und den Projektpartner eingebunden in Drupal als HTML-Seite, ganz einfach, das nutzen können. Und jetzt sind wir gerade Step by Step zu testen, was kann das Open Layers Modul dort leisten. Und ich denke, da sind wir gerade an unserem Problem, was dann Richtung Veröffentlichung dann geht. Wir planen es Anfang Mai. Da werden wir sicherlich auch nochmal selber Hand anlegen müssen. Drupal 6 oder 7? Drupal 7. Großer Unterschied zu Drupal. Ja. Hat sich viel getan, haben wir selbst auch viel gelitten darunter schon. Gut, weitere Fragen. Also wir hatten auch eigentlich vor, sagen wir, die aktuellsten Komponenten auch wirklich zu nutzen. Wir binden damit ein, einmal, das Wiki läuft extern, aber es gibt auch Module, müsste ich jetzt meinen Kollegen fragen, der sich da um diesen Informations Management Teil drum kümmert. Also wir wollen das vor allem, also was man hat, das hat man. Und wenn man es zum Laufen bekommt und die Seite gestalten, wollen die Entwicklung offen lassen für das System. Das war, sag ich mal, anfangs im Projekt, also Richtung Steuerung, war es geplant, aber aus Zeitgründen ist das jetzt erstmal nach hinten verschoben worden. Aber wir hatten das auch im Hintergrund, weil das wäre wirklich die interessante Sache. Was fällt iOS aus, wenn zum Beispiel eine Prozesskette, ein Teil eines Kettengliedes ausfallen würde? Ja, was hat man für Möglichkeiten, ja, um trotzdem die Biogasanlage oder die Holzhackschnitzelanlage weiter zu betreiben? Ja, dort wäre vielleicht auch der Einsatz des Wikis möglich, da hat man einen globalen, regionalen Teil, wo sich auch vielleicht Leute, Erzeuger mit einfinden sollen. Aber es ist halt natürlich Überzeugung, man braucht engagierte Leute vor Ort, ohne den läuft es nicht.